das iMOOCs-Logo, ein Smiley mit Brille. Farbige Würfel und der Schriftzug MECOMOOC. Einblendung der ersten Folie, Instructional Design, verschiedene Modelle. Ein Vortrag von Elke Höfler. Beschäftigt man sich mit Mediendidaktik, so sollten auch die Konzepte der Mediendidaktik angesehen werden. Als wissenschaftliche Disziplin in Europa noch jung, hat die Mediendidaktik als Instructional Design oder als Educational Design oder auch mit dem Anhängsel Theory bereits eine lange Tradition in den USA. Im Folgenden werden 5 Modelle vorgestellt, die den mediendidaktischen Prozess der Planung und Durchführung von Lehrsettings zur Schaffung geeigneter Lernsettings für die Lernenden vorstellen. Gleichzeitig soll damit ein kurzer historischer Aufriss gezogen werden. Die Ursprünge des Instructional Designs gehen auf die frühen 1940er Jahre zurück, als Psychologinnen und Pädagogen gebeten wurden, Ausbildungsszenarien und Ressourcen für militärische Zwecke zu entwickeln und zu schaffen. Eines der frühesten Modelle wurde von Robert Garnier in seinem Buch Conditions of Learning, die Bedingungen des Lernens, festgelegt, das in den 1960er Jahren veröffentlicht wurde. Einblendung der Folie, Robert Garnier, 9 Events of Instruction. Alle eingeblendeten Links werden im Transkript angeführt. Garnier identifizierte 9 sogenannte Unterrichtsereignisse, die Basis für die Unterrichtsplanung und Gestaltung sein sollten. Diese 9 Ereignisse sind die folgenden. Zum einen Aufmerksamkeit wecken, die Lernenden über das Ziel informieren, Vorwissen aktivieren und daran anknüpfen, die Präsentation der Inhalte, dann Nummer 5, die Lernprozessbegleitung, die Leistungsstanderhebung, das Feedback, die Leistungsbeurteilung und schließlich die Verbesserung des Behaltens oder der Behaltensquote und der Transfer. Die hierarchische Struktur dieses Modells, die sich auf die von Garnier beschriebenen Learning Outcomes bezieht, ist klar zu erkennen. Ende der 70er Jahre stellten Walter Dick und Lou Carey ein neues Modell in ihrem Buch Systematic Design of Instruction vor. Ihr Modell, auch bekannt als Dick and Carey Modell, ist nicht mehr hierarchisch oder linear, sondern besteht aus verschiedenen heterarchischen Teilen. Die Instruktion wird als System gesehen, das in Interdependenz zu Kontext, Inhalt und Lernen selbst steht. Einblendung einer Grafik mit 10 farbigen Kästchen, die miteinander durch Pfeile verbunden sind. Es gibt 10 verschiedene Teile dieses Modells, die eben als ein System zu betrachten sind. Bedürfnisse ermitteln, um Ziele zu identifizieren, Analyse des Settings durchführen, Lernende und Kontexte analysieren, Festlegen der Lehr- und Lernziele, Entwickeln von Bewertungsinstrumenten, Entwickeln einer Unterrichtsstrategie, Entwicklung und Auswahl von Unterrichtsmaterialien, die Gestaltung und Durchführung der formativen Evaluierung des Unterrichts, das Konzept zu überarbeiten und die Gestaltung und Durchführung der formativen Evaluierung. Der Unterricht ist daher in seiner Interdependenz mit den Lernenden und dem Kontext zu sehen und unterliegt einem iterativen Prozess. In Abhängigkeit von den Evaluierungsergebnissen. Zeigt die Evaluierung Schwächen auf, so wird das Konzept überarbeitet. Eines der bekanntesten Modelle ist das sogenannte ADDIE-Modell, das vielfach als Oberbegriff verwendet wird. Es ist sehr offen und frei gestaltet. Eine Grafik wird dargestellt, die 5 farbliche Kreise mit den Buchstaben A, D, D, I, E zeigt. ADDIE ist ein Akronym für ein 5-Stufen-Modell, das hierarchisch und iterativ aufgebaut ist. In diesem Phasenmodell beginnt man mit der Analysis, Analyse der Rahmenbedingungen, unter anderem der Zielgruppe, des örtlichen und zeitlichen Rahmens, der vorhandenen Infrastruktur, um dann den Kurs zu entwerfen, to design, bevor die Ressourcen und Aktivitäten umgesetzt werden, entwickelt werden, develop. Anschließend erfolgt die Durchführung des Lehrsettings, Implementation, beispielsweise im Klassenzimmer, bevor die Evaluierung beginnt.
hat etwas geklappt oder nicht geklappt. Vielleicht muss die Analyse der Rahmenbedingungen wiederholt oder angepasst werden. Der Prozess beginnt wieder am Anfang. Das Assure-Modell wurde in den 1990er Jahren von Heinig, Molender, Russell und Smaldino entwickelt und kann als Weiterentwicklung des ADDIE-Modells gesehen werden. Hier sind 6 verschiedene Elemente zu erkennen. Analyse der Lernenden, Lernzielformulierung, Auswahl der Methoden, Medien und Materialien, das Animieren der Lernenden zur aktiven Teilnahme und schließlich das Bewerten und Überarbeiten. Einblendung von 4 verschiedenfarbigen Stufen mit den Abkürzungen SAMR. Ein relativ junges Modell ist das sogenannte SAMR-Modell, das 2006 von Ruben Puentedura entwickelt wurde. Es beschreibt verschiedene Möglichkeiten, digitale Medien im Unterricht einzusetzen und besteht aus 4 Stufen: Substitution, Augmentation, Modification und Redefinition. Auf Stufe 1 der Substitution, der Substitution, wird eine analoge Aufgabe oder ein analoges Unterrichtsmaterial durch sein digitales Äquivalent ersetzt. So werden beispielsweise E-Books anstelle gedruckter Bücher genutzt oder die Overhead-Folien als PDF zur Verfügung gestellt. Funktionale Veränderungen bleiben aus, nur die Art der Repräsentation, das heißt digital statt analog, ändert sich. Auf der zweiten Stufe, der Augmentation oder Erweiterung, werden Overhead-Folien als PowerPoint-Folien zur Verfügung gestellt, die jedoch auch multimediale Inhalte beinhalten können. Ebenso können hierunter interaktive Timelines oder auch Karten oder autokorrektive Quiz vom Typ Kahoot fallen. Die Möglichkeiten werden, im Gegensatz zum analogen Pendant, vergrößert. Auf der Karte kann eine zusätzliche Information versteckt sein, die Timeline kann Videos enthalten. Auf der dritten Stufe der Modification oder auch Änderung werden nicht mehr nur digitale Materialien angesiedelt, sondern der Einsatz digitaler Medien in einer Qualität, wie sie analog nur schwer möglich gewesen wäre, verstanden. Wenn beispielsweise gemeinsam an einem Blog gearbeitet wird oder gemeinsam zu einem Thema getwittert wird und sich dadurch eine gemeinsame digitale Bibliografie ergibt, befindet man sich auf dieser Stufe. Hierfür müssen die Arbeitsaufträge aber dementsprechend angepasst werden. Auf der vierten Ebene, der Redefinition, werden digitale Medien so eingesetzt, dass sich Settings ergeben, die analog nicht möglich gewesen wären. Dies schließt beispielsweise das Erstellen von Videos zum Sprachenlernen oder zum Nachvollziehen mathematischer Problemstellungen mit ein. Die Materialien müssen dabei nicht mehr linear, wie bei einer Overhead-Präsentation, aneinandergereiht werden, sondern können auch heterarisch, das heißt nebeneinander und parallel einfließen. Ein Beispiel einer Arbeitsaufgabe, die sich am Summer-Modell verändert, liefert Kelly Walsh auf Emerging AdTech. Das Schreiben eines Papers kann, jetzt die verschiedenen Stufen, Substitution, am Computer in einem Textverarbeitungsprogramm statt mit Stift auf Papier erfolgen. Augmentation. Zusätzlich zum Textverarbeitungsprogramm gibt es auch eine Spracherkennungsfunktion, die den gesprochenen in geschriebenen Text verwandelt. Modification. Das Dokument wird nach dem Schreiben auf einem Blog veröffentlicht und kann hier von anderen mit Feedback versehen werden. Redefinition. Die Lernenden schreiben keinen Text, sondern kreieren ein multimediales Artefakt. Der Nachspann mit Produktionsdetails wird eingeblendet. Die Informationen dazu sind im Transkript detailliert aufgelistet.